Und das Verblüffende, der Buch endet eigentlich dort. Das endet mit dem Erlebnis des Le Mans-Films, das endet eigentlich mit dem Ende der Karriere des Jochen Rindt und mit eigentlich einem gewissen Vakuum. Naja, weil also es sind da schon sehr viel gestorben. Ja? Der McLaren. Was mich besonders, weil bei dem habe ich oft daheim übernachtet. Ne? Denn seine Frau hat immer die Hände zusammengeschlagen, wenn sie mich gesehen hat. Ich glaube, ich stirb vor Hunger. Und dann der Biscaric kannte ich nicht oder kaum. Weil der war ja Queen, der war ja allerhöchsten Adel. Ne? Und er hat dieses wunderschöne Englisch geredet und so. Ne? Und diese ganzen Unfälle, und ich muss ehrlich sagen, mir hat die ganze Geschichte eigentlich angestanden. Nehme ich nicht die Fahrer, weil die waren nicht alle jung und wir wollten nicht schnell fahren und haben halt unsere Gaude gehabt dabei. Ne? Aber dann die ganzen Geschäftelhuber dort dabei, die da sich wichtig gemacht haben. Und da habe ich mich dann schon gefragt, warum eigentlich. Und das hat man, und es war wieder mal der Peter, der mich eigentlich da ein bisschen auch gerettet hat, denn wir hatten vor, ein Formel-2-Team zu machen. Wir waren nahe dran, nämlich der Peter Gessin, der war irgendwie bei Chevron Teuhob oder so wegen der Geschichte. Und da wären zwei Formel-2-Auto frei gewesen. Und da haben wir dann schon geredet wegen Sponsorship, was wir die kaufen und so weiter. Und da waren wir unterwegs nach Paris, da war der Autosalon, wenn wir genau erinnern, Oktober, November oder was. Und Autosalon hat immer alle zwei Jahre Motorräder gehabt. In Österreich war Motorrad null. Da sind im Jahr 50 Maschinen zugelassen worden, davon waren 40 Buch für die Post, dann von mir aus 6 für den Triumphclub und der Rest war Besa oder so irgendwie. Ne? Es war also in 69 war Motorrad eher tot. Und wir fahren in den zum Pariser Salon und ich weiß, ich rede mit Peter so, wir sind mit unserem Malen dort hingefahren und was ich, wegen dem Formel 2 Team und er hat dann auf einmal angefangen, wollen wir das wirklich machen? Ne? Ja, wieso? Naja, du hast eh nie Geld gehabt, jetzt hast du endlich eins, was will man uns jetzt da stressen? Wir sind nicht sicher, dass wir gleich hier sind. Was ist, wenn wir mit dem Rollstuhl fahren und alles herumgejammert? Und merkwürdigerweise, bei den vernünftigen Sachen habe ich immer gehört auf ihn. Also wo wir in Paris waren, habe ich auch schon keine Lust mehr gehabt. Weil unser Freund, der Jonathan Williams, der hat sehr gelitten, dass der Carriage verbrannt ist und so weiter. Das war auch ungut. Dann der Piper und so. Ne? Wir haben schon gesagt, wir spielen uns alle sehr, sehr deppert. Und wir gehen durch den Autosalon, da waren die Motorradeln. Und dann habe ich gesagt, na Honda hat der Faber. Der hat Vespa, Java damals war noch stark, und Honda hat er gehabt. Und dann habe ich gesagt, Yamaha hat ein gewisser Rotschädel, das war ein Baustoffhändler in Salzburg, der mit Thalhammer Rudi herunter hat. Und Suzuki hat Rechberger oder was ich, wie der Kasner, unbedeutend. Und dann stehen wir vor Kawasaki und dann sagt er, wer hat das? Das hat niemand. Naja, haben uns zwei Prospekte genommen, dann sind zwei Japaner da gestanden, mit dem haben wir angefangen zu reden und gesagt, ja, wir würden gerne Kawasaki in Österreich verkaufen. Da haben sie uns auch gestanden, ja. Und da habe ich gesagt, ja, wir sind die Größten. Und so war es. Und 71 habt ihr den Motorradsalon abgehalten in Wien. Ja, da hätten wir jetzt das Buch eigentlich durchbesprochen, das Einzige. Wir sind ja alle schamiert. So viel, jetzt sind schon alle eingeschlafen, oder was waren es denn? Nein, sind ja alle noch munter. Loki braucht schon Sauerstoff.